Kompass, Blödmann! Ah ja, ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge Fable. Und ich habe gerade dran gedacht, wo ich den Part gestartet habe, ich bin eigentlich wie ein ganz was anderem hier gewesen. Ich wollte mir eine Angel oder eine Schaufel holen. Dann müssen wir mal zu dem Händler unten beim Stadttor. Der hat, glaube ich, sowas. Beziehungsweise eigentlich sind es, glaube ich, sogar zwei oder drei Händler, die sowas hier im Bauhauszone verkaufen. Ihr seid hier. Mal gucken, was der hat. Da haben wir es doch. Was willst du dafür haben? 50. Kauft. Und einen Spaten auch noch. Dann können wir bei ihm, glaube ich, auch noch ganz gut was verkaufen. Willenkrafttrank, den brauche ich nicht unbedingt. Dazu setze ich Magie zu selten ein. Den Gagat kann ich bei ihm nicht verkaufen. Aber die Äpfel, oh, das lohnt sich schon. Apfelkuchen lasse ich mal drin. Das könnte ich auch verkaufen, den Schatz-Zip. Was? Nee, machen wir nicht. Gut. Das ist jetzt lustig. Jetzt können wir wirklich an allen möglichen Stellen buddeln gehen. Aber jetzt gucke ich doch nochmal. Vielleicht habe ich noch genug Geld. Die waren jetzt nicht so teuer, die Sachen. Vielleicht noch genug Geld für einen Helm. Das wäre schön. Na, danke. Kettenpanzerhelm, dafür reicht es nicht. Oh, 700. Werd ihr bekloppt. Der hat doch bloß den. Wie viel habe ich? 500 noch was? Aber der ist cool, der Helm. Der gefällt mir. Dann haben wir halt keinen erstmal. Okay, dann reisen wir jetzt in die Gilde zurück. Nehmen eine neue Hauptquest an. Und zwar die Händler zur Obstplantage begleiten, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich nicht täusche, Leute. Ne, komm. Sich zu. Danke sehr. So. Dann gucken wir mal, was wir da haben. Händler-Eskorte oder Hob. Ja, halt, die sind beide cool. Aber wir nehmen mal die Händler-Eskorte erstmal. Ohne Großtat. Aber stressfrei. Ich weiß bloß nicht, wo der sich rumtreibt. Ich glaube, ich muss hier raus. Und ich glaube, den Händler muss ich bis zur Obstfarm bringen. Was recht cool ist, wenn da nicht so viele Gegner rumeiern, geht das ganz gut, weil auf dem Weg relativ viele Stellen sind, wo ich graben kann. Und die Angel können wir dann eigentlich auch mal ausprobieren. Was ist denn der blöde Händler? Ah, ich sehe es. Ich sehe es, Leute. Die beiden Typen. Ah, scheiße. Leute, das mache ich jetzt erst noch. Ich guck mal, weil ich wollte eh euch das Angeln zeigen. Ich guck mal bei der Dämonentür hinten in der Heldengilde, ob ich da die komischen Pilze von denen krieg. Das wär zu cool. Das wäre genial. Ich lasse mich wieder vom eigentlichen Thema abbringen. Das ist so Rollenspiel. Das passiert mir bei Skyrim. Das passiert mir bei hier Fable natürlich auch. Ihr merkt es ja selber, ihr seid ja live dabei. So halbwegs live. Und ich lasse mich da immer denn mit irgendwelchen Nebenjobs und Nebenquests und sowas so ablenken. Deswegen, das wird ein endloses Ding hier. Das wird bitter, Leute. Was ich cool finde, ist, dass wir keinen Ausdauerverbrauch haben. Yeah! So, dann stellen wir uns hier mal hin. Hauen wir mal die Angel raus. Ihr habt gesehen, wenn man mal richtige Stelle hat, dann kommt dann unten das Zeichen schon. Das weiß ich doch.
muss man tunlichst aufpassen, dass das im grünen Bereich bleibt. Und wenn es rot wird. Weißt du, wie die Angelschnur? Ja. Ich hab was. Und ich hab. Ihr seht schon, ich hab Hörner, Leute. Blaupilz, da haben wir noch. Jawohl. Mal sehen, ich stelle mich mal so ein bisschen an die Wand. Na. Ich krieg schon Hörner. Super. So muss das sein. Sind doch ein bisschen mickrig, aber das wird noch. Ja, das lag an den kleinen Missetaten, die wir gemacht haben. Und halt auch an der einen Hauptquest, die wir halt auf Böse erledigt haben. Ich bin super. So. Dann hier mal raus und jetzt auch endlich mal zu den Händlern. Wird schon mal dunkel. Das geht nicht. Und außerdem kann ich jetzt die Quest bei den beiden Eierköpfen da wenigstens schon mal abgeben mit ihren blauen Pilzen. Gottes. Ich weiß gar nicht, was da rauskommt, boy. Wir werden es gleich erfahren. Freue mich jetzt schon. Steht ihr da irgendwo rum? Wo seid denn ihr Jungs? Hallo? Wo hä? Ach da! Ich suche jemanden, der mich zur Obstfarm bringt. Ich wollte ich eigentlich jetzt gerade noch gar nicht. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr mich begleiten möchtet. Übrigens, die Quest können wir, glaube ich, immer wieder annehmen. Wo sind denn meine Jungs? Na komm, dann gehen wir zur Obstfarm. Ihr bringt mich zur Obstfarm? Ausgezeichnet! Mike. Beginnt eure Reise mit dem Ausdrucksmittel Folgen. Kommt immer ein bisschen Tutorial. Wenn wir eine neue Region erreichen, sage ich euch, ob wir auf dem rechten Weg sind. Ich weiß, wo es zur Obstfarm geht. Wenn ich anhalten soll, benutzt einfach das Ausdrucksmittel Warten. Das ist sehr wichtig, wenn wir zum Beispiel sehen, dass relativ viele Gegner kommen. Und ehe ich es vergesse, hier ein Vorschuss auf euer Honorar. Den Rest gibt es bei unserer sicheren Ankunft. Dann kann man den nämlich ein bisschen geht im Hintergrund nicht halten. Allzu schnell, sonst komme ich. Ja, ja. So, folgen. Geht voran, oh Held. Was zum Teufel hat er für ein Problem? Mal gucken, ob der mir folgt. Schaffst du das? Ja. So schnell bin ich ja, glaube ich, auch gar nicht. Na komm. Ich hoffe, er kommt mit. Könnten wir sogar schaffen bis dahin. Finde ich auch nie so schlimm. Dann sehen wir das im nächsten Part. Wie gesagt, eine Quest, die könnten wir immer wiederholen. Dann kriegen wir halt immer so ein bisschen Geld dafür. Ja, wir sind auf dem rechten Weg. Das ist mein Reden. So. Die kämpfen da mittlerweile mit Räubern. Warte mal. Warte. Still. Na gut, ich... Haben wir ihm gerade den Schädel weggekloppt und der hing noch eine Weile in der Luft. Sehr schön. So. Ah! Oh. Warum schert ihr euch nicht dorthin zurück, wo ihr hingehört? Hat der gerade meinen Händler gekillt? Kann das sein? Der hat gerade meinen Händler gekillt. Na super. Gehe ich jetzt aus dem Natz hier buddeln. Oh, das ging doch hier. Leute. Das ging hier. Moment mal. Ah, Gegenstände. Andere? Ah, haha. Benutzen. Ich hoffe, das geht. Nee, macht das gar nicht. Verdammt. Das war so eine schöne Stelle, da habe ich jetzt echt gedacht, das geht da. Der hat tatsächlich meinen Händler umgenietet. Ich krieg Hals. Okay. Egal. Dann wieder zurück. Super, läuft. Aber ich habe was gesehen, wo ich das Inventar durchgeschaltet habe, was uns tatsächlich noch in diesem Part weiterhelfen wird.
Wir kommen in die Dämonentür rein. Jetzt war ich da gerade erst. Ach, es ist doch... Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm gerade mit mir. Ich gestehe es ja. Läuft nie so. Sind die Bänen Penner? Gibt's denn nicht. Egal. Vielleicht sind die bis tagsüber da. Könnt ihr denn auch mal ein Nickerchen halten? Ach Mann, ärgert mich das gerade. Vor allem, wo ist der blöde Räuber hergekommen? Den extra da hinten geparkt, den Händler, dass der ja keinen Schaden nimmt. Und was ist? Kriegt ihr die Fresse voll? Läuft. So. Die Dämonentüren haben übrigens echt witzige Aufträge zum Teil, was man erfüllen muss bei denen, dass die dann mal aufgehen. Das hier ist noch relativ simpel. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich die tatsächlich noch im Inventar habe. Mal gucken, ob ich die jetzt gleich finde. Andere. Da ist die Lampe. Benutzen. Euer Weg ist erleuchtet. Na sowas. Ihr seid draufgekommen. Ich hab bloß nicht gedacht, dass ich schon die Lampe im Inventar habe. Das wusste ich echt nicht mehr. So, denn rein. Sehr schön. Manchmal ist es ein bisschen schwach, was die Dämonentüren liefern. Manchmal ist da richtig, richtig geiles Loot drin. Da es hier mit die erste ist und die auch nicht allzu schwer ist, gehe ich hier fast davon aus, dass das nicht so prall ist. Freundschaften schließen, das ist zumindest was den Lehrer interessieren könnte. Und mal sehen, was hier in der Kiste ist. Lebenselixier? Naja, gut. Ha, Heuler-Tätowierung. Das ist natürlich eine eher böse Tätowierung. Nix. Ein Zauberbuch? Mhm. Nix. Und sonst? Nichts braucht man alles. Schade. Sie zeigen uns an, dass wir hier angeln können. Dann probiere ich das doch mal. Jo. Sehen, was wir gekriegt haben. Wahrscheinlich eher ein Fisch nur. Aber 21 cm, 8 Kilo schweren Fisch. Okay. Da spricht ja mal nichts dagegen. Ist hier hinten noch irgendwas Interessantes? Nee, kommt man gar nicht hoch. Okay, dann haben wir zumindest nur die Dämonentür geschafft. Ist auch nicht schlecht. Und das Geld für den Helm hätte ich auch. Na, mal gucken. Aber ich glaube, ich nehme jetzt da wirklich mal gleich kombiniert die beiden Questen an. Wenn es geht, das weiß ich jetzt nicht. Dann bringen wir nämlich den Händler zum Obstgarten. Und können dann dort auch gleich die Quest machen. Wo wir die Hubs verdreschen. Die Hubs sind übrigens interessant. Das sind hier die Art Goblins, sag ich jetzt mal. Sehen übrigens sehr niedlich aus. Die sind eher als Gegner wirklich eher knuffig. Bei euch weiß man nicht, wo. Das sind hier so die Standardgegner. Ich habe übrigens gesehen, dass wir relativ viel Kohle haben. Ja, 1056. Ihr seid vielleicht genau hat er Helm, richtig. Ich weiß es nicht. Nein, hat er nicht. Gut. Dann hat sich das erstmal erledigt. Ich renne jetzt nicht nach Bowerstone und hole mir noch einen Helm. Keine Angst. Ich nehme jetzt hier die Questen an. Oh, die ist weg. Okay. Hubhöhle können wir noch nie machen. Da ist meine Bekanntheit noch nicht gut genug.
bei den Hubs mache ich übrigens nie irgendwie Großtaten, weil die sind dann relativ schwer. Weil es immer sehr viele sind. Die sind als Einzelgegner sind die verschmerzbar. Aber in der Masse sind die echt, echt nervig, die Jungs. Vielleicht steht der Händler jetzt schon wieder da vorne. Mal schauen. Ach, wenn nicht, dann rennen wir schnell durch. Ist egal. So, Obstfarm, wie gesagt, müssen wir sowieso. Da weiß ich auch zum Beispiel noch eine Stelle, wo wir was finden werden. Der Händler ist jetzt nicht da. Naja, denn ab. Eine Stelle, wo man graben kann. Findet man auf der Obstplantage. Hinterm Haus, da wo das Grab ist, das habe ich euch in, wo war das letzter Park, glaube ich, da habe ich euch das gezeigt. Na, lad schneller. Mich ärgert das auch tatsächlich, wie gesagt, dass der Händler da drauf gegangen ist. Weil jetzt ist hier wieder ganz normale Bevölkerung. Also auch gegnertechnisch sind wieder die besten. Aber ihr merkt, ich mache schon mehr Aua. Bei denen habe ich ja auch zwei oder drei Streiche gebraucht. Jetzt brauche ich einen oder zwei. Das ist wirklich wesentlich angenehmer jetzt. Was hast du denn für Zeug? Ah, der gute Mann hat tatsächlich Waffen. Das wäre natürlich schon was, aber es ist halt langsam. Können wir uns eine neue Waffe? Plus 18 Schaden, plus 11 Schaden. Ja, genau. Das nehmen wir. Das Eisenlandschwert bei ihm nicht verkaufen. Den Bogen könnte ich verkaufen, aber da habe ich ja keine Schusswaffe mehr. So, es ist sogar eigentlich ganz praktisch, dass wir eine neue Waffe haben, einfach für die nächste Quest, weil haben wir viele Gegner zu töten. Jetzt. Ach, ich bin irgendwie total gerade. Und 11 mehr Schaden. Nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist ein Tuck langsamer. Auch ist gut. Das holen wir durchs nächste Aufleveln. An Geschwindigkeit wieder raus, aber lockerflockig. Machen wir jetzt zwei Durchgänge. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, hier geht es zur Obstplantage. Ja. Zur Farm, Entschuldigung. Und da heißt es ein großes, großes Gemetzel. Also da war das mit den Soldaten und den Räubern, das war Pillepalle dagegen. Ich finde die Schlachthacke super. So eine ähnliche Waffe hat ja mein Charakter bei Dark Souls auch. Bei den Let's Play, was niemals enden wird. Ich krieg's einfach nicht auf die Kette, mit dem Laszlo aufzunehmen. Es tut mir schrecklich leid, Leute. So. Dann gehen wir mal gucken. Vielleicht zeigt mir das sogar direkt an. Ja, oh, macht's. Ist immer schön, da kriegt man dann unten immer das Symbol. Obergewand. Das ist ein Kleid. Das zieh mir jetzt nicht an. Nein. Machen wir nicht. Bin ich für. So. Da seht ihr schon, da werden Gegner angezeigt. Ah, da seid ihr ja. Wurde Zeit, dass sie auftaucht. Ich hätte beinahe ohne euch angefangen. Wie ich gerade erzählte, haben Hobbs den Obstgarten überrannt. Ich könnte sie ja allein erledigen. Aber zusammen ist es lustiger. Wer die meisten Hobbs erwischt, bekommt die Trophäe, ja? Aber erwischt sie, bevor sie den ganzen Apfelmost getrunken haben. Die kleinen Mistkerle haben unten am Fluss meine Kisten aufgebrochen. Dann sollten wir da mal hingehen. Los, wer zuerst da ist. Okay, also
Die Zeit ist eigentlich ziemlich rum. Ich würde einfach mal sagen, dann steigen wir am nächsten Tag direkt dabei ein. Und dann werden wir ein paar Hops verkloppen. Und ihr habt die im Hintergrund schon rumwuseln sehen. Die sind wirklich eher niedlich. Die will man eigentlich gar nicht verhauen. Aber die sind halt so dreist und fies. Und ja, machen wir den doch. Ich sage an dieser Stelle, danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Part. Ciao.